Eine neue Folge MT5. Heute zeige ich euch eine Aufstellung der Dämonen, und zwar die 433. Viel Spaß! Ja, ein neues Aufstellungsvideo, diesmal auch für die Dämonen, dann habe ich auch alle Völker durch, wobei gerade bei den Dämonen finde ich es etwas knifflig und da werde ich vielleicht auch zwei oder drei Videos machen. Allgemein ist es so, dass es eigentlich bei allen Fraktionen mehrere Möglichkeiten gibt, außer vielleicht bei den Celadon, da ist uns bisher einer eingefallen, das war das mit der 631, die irgendwie aktuell irgendwie als das Beste gilt und wir uns noch nichts Gleichwertiges oder Besseres eingefallen ist. Aber gerade bei den Dämonen finde ich es etwas schwieriger, eine gute Aufstellung zu bekommen. Und das hier ist quasi so das, was ich als ersten Gedanken hatte. Und ich werde jetzt sowohl auf die Vorteile eingehen, aber auch auf Nachteile. Nochmal zur Erinnerung, was möchte ich bei der Aufstellung erreichen? Ich möchte mit möglichst wenigen Zügen möglichst zum Gegner, denn da gibt es die Bonuspunkte. Ich möchte möglichst starke Figuren haben, denn das funktioniert immer gut. Und ich möchte das in möglichst wenigen Zügen machen, denn das gibt dem Gegner möglichst wenig Zeit, das gleiche bei mir zu machen. Wieso starte ich mit einer 4? Weil ich gerne Triggerpunkte bekomme und bei den Dämonen ist es so wie bei vielen anderen Völkern auch, dass ich einfach, wenn ich eine Moorhexe habe, ich jeden Zug einen Triggerpunkt bekomme. Bei den Dämonen ist es allerdings etwas weniger wichtig als zum Beispiel bei den Rittern oder bei den Mali und Celadron, da ich die nicht so schnell benutzen kann und ich kann sie sowieso nur in Kombination mit einer Besessenen, also der Zweierkreatur, nutzen. Das ist auch schon quasi ein Nachteil dieser Aufstellung, dass wenn mein Gegner hier Druck macht, kann es sein, dass ich irgendwie mir 6 Triggerpunkte gesammelt habe und dann kommt der Gegner hier an und dann muss ich den doch zu einer 5 aufwerten und dann verliere ich halt direkt alle Triggerpunkte. Was da nicht unbedingt schlimm sein muss, aber da muss man sich fragen, hätte ich überhaupt mit einer 4 starten müssen. Aber erstmal die Idee. Die Idee ist, die Jäger bewegen sich schnell, das heißt, die kommen schnell zum Gegner, wobei man sagen muss, wenn ich die immer 2 Felder bewege, ja okay, es sind halt auch 2 Kreaturen, das heißt, im Endeffekt bewege ich mich auch so schnell, wie sich ein 6er bewegen würde. Der riesige Vorteil aber von den Jägern ist, dass sie die Regel Fusion haben, das heißt, wenn ich den einen auf den anderen drauf bewege, dann kann ich daraus eine 6 machen. Also ein Finsterdämon und der darf direkt noch eine beliebige Aktion ausführen. Das heißt, er kann sich dann auch nochmal weiter bewegen oder schlagen, eine andere Kreatur. Oder sich direkt wieder splitten in eine 2 an der Position, wo der Finsterdämon steht und eine 4 auf einem angrenzenden Feld. Das heißt, die 2 Dreier sind zusammen sehr stark, wenn ich 2 davon habe. Da kann man dann überlegen, so funktioniert es halt jeden zweiten Zug, da ich fusionieren kann. Man kann aber auch so über Eck gehen, immer, dann habe ich quasi jeden Zug die Möglichkeit, mich zu fusionieren. Da die 3 ja auch 6er schlagen kann, ist das zusammen defensiv extrem stark, weil an hier die angrenzenden Felder, oder so die ganzen angrenzenden Felder hier, gut, kann sich prinzipiell erstmal keine andere Kreatur ranwagen, ohne geschlagen zu werden. Weil wenn sich ein 6er ranwagt, kann ich den direkt mit der 3 schlagen. Und wenn sich eine Kreatur der Stufe 1 bis 5 ranwagt, kann ich zu einer 6 fusionieren und dann schlagen. Jetzt bin ich aber oft an den Punkt gekommen, dass ich hier irgendwie stehe mit meinen beiden Dreiern. Und defensiv das zwar sehr stark ist, aber offensiv ist nicht so ganz das Potenzial da. Denn der Gegner kann sich halt irgendwie in Ruhe aufbauen und ich kann halt mit meinen nicht an ihn ranziehen, wenn er eine Kreatur hat mit 4 oder höher. Das ist einer der Nachteile. Das heißt, was man dann irgendwann machen kann, und da muss man den richtigen Punkt hinbekommen, ist, man wertet einen zu einer 4 auf und splittet den dann wieder in 2 Zweier. Okay, das ist auch direkt eine Falle für einen 6er. Ne? Wenn hier ein 6er steht, ich habe hier den 4er und split den 2 Zweier, muss er den 2er schlagen und ich kann mit dem 3er zurückschlagen. Oder, was man auch machen kann, gerade in der Situation, ich werte zu einem 4er auf, ich werte zu einem 5er auf und dann kann ich in der nächsten Runde einen Wicht reinsetzen und habe beide Kreaturen geschützt, selbst wenn der Gegner eine stärkere Kreatur hier hat. Aber dieser Übergang ist halt quasi das Entscheidende bei dieser Aufstellung.
wann fange ich an, die aufzuwerten? Denn bis ich den Wicht habe, dauert Zeit auf die 4 Einzug, auf die 5 Einzug und dann noch einen Zug, bis ich den Wicht reinsetze, also 3 Züge wieder. Genau, wenn ich dann einmal den Wicht habe, ist das Ganze wieder schön. Ich kann irgendwie mit noch mehr Wichte reinsetzen. Ich habe dann ja, da ich mit der 4 gestartet bin, schon viele Triggerpunkte. Das heißt, ich kann hier zu einer 2 aufwerten und dann mit der Magie irgendwie böse Sachen machen. Ja, das war quasi schon das Grundprinzip dieser Aufstellung. Wie gesagt, ich gehe mit den Dreiern schnell nach vorne. Ich sammle schon mal Triggerpunkte für, wenn ich dann irgendwann eine Besessene habe. Und ich muss dann irgendwie den richtigen Übergang finden, um entweder hier zu einer 4 aufzuwerten. Damit kann ich besonders 6er unter Druck setzen, da ich die halt eben im Zweier splitten kann. Oder dann weiter zu einer 5 aufwerten und hier eine 1 reinsetzen. Ihr könnt das Ganze ja mal ausprobieren, könnt mal schauen, wie gut ihr damit klarkommt und mir dann davon berichten. Bis dahin wünsche ich euch viel Spaß.